Willkommen zurück beim Grauen aus der Tiefe 3, wo wir mal irgendwie gucken, was wir mit der Harfe anstellen können. Können wir hier eigentlich noch was machen? Hier hatten wir eine Piratenkarte rausgefummelt, ne? Hier irgendwo an der Seite, genau. Ich habe gerade so ein bisschen Bock, nochmal nach Hidden Objects zu suchen. Dass ich auf die Schnelle irgendwas finden würde, aber hey, schauen kann man ja mal. Nee, sieht spontan nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Ja, da ist noch eine Piratenkarte gewesen. Bäm. Das ja doch schon gelohnt. Oh Gott, wie oft ich da dran vorbeigerannt bin, ne? Es ist aber halt auch sowas, da guckt man einfach nicht vernünftig hin. So, hatten wir hier was rausgesammelt? Hier war, glaube ich, ein Seepferdchen irgendwo, ne? An der Seite, oder nicht? Oder doch? Weiß ich gar nicht mehr. She won't wake from the reviving potion alone. It's as if she resisted. I wonder why. Wahrscheinlich hat sie keinen Bock mehr auf Davy. Was ich durchaus verstehen könnte. Wie hier irgendwas eingesammelt? Ich könnte mich jetzt nicht entsinnen. Hatten wir hier ein Seepferdchen oder eine Karte? Oder habe ich die ganze Zeit nur gedacht, dass wir hier unbedingt was finden müssten und habe aber nichts eingesammelt? Ha, verdammte Hacke. Eigentlich voll friedlich hier, voll schön. Bis auf diese komische Engelstatue. Hier hatten wir mal nicht was, oder? Hm. Wie es halt auch einfach gefühlte 3 Jahre her ist, dass ich hier zuletzt war. Hier hatten wir auf jeden Fall was, das weiß ich. Da war nämlich hier ein Seepferdchen. Ob wir hier was hatten? Niemand weiß das. Ja, keine Sorge, ich mach gleich mit der Story weiter. So ganz nach hinten laufe ich jetzt nicht mehr. Zur Hölle machen wir eigentlich mit der Harfe und dem Dekovogel? Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Nö. Hier ist nur Textlesen angesagt. Okay. Nee, aber sonst ist hier auch mal nichts weiter los. Das wäre hier eigentlich noch super versteckt für die Piratenkarte, aber... Sieht nicht so aus. Können die Karten eigentlich irgendwas? Also wenn ich die jetzt anklicke... Tatsächlich. Die Abkommen, die er sich für Davy Jones ausdachte, waren Meisterwerke der Täuschung. Roger Gutauge. Bei meinem guten Auge, das ist ein Schiff und es ist voller Fracht. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Die meisten seiner Feinde gerieten in Panik, nachdem sie sahen, wie sein dicker Bart in Flammen aufging. Ah, großartig. Gold, Junge. Wo immer es Gold gibt, ist auch er. Darin ist er einfach brillant. Nicht einmal Davy kann diese Verbindung trennen. Okay. Dann gibt es noch Captain Grog und... Gewaltiger Jones. Liegt das vielleicht immer bei den Skeletten in der Nähe? Wenn ich jetzt überlege, dass der... Der Jones, der liegt ja. Ich hätte auch einfach die Map als Quick Travel nehmen können, aber jetzt sind wir eh da. Ich
bedenke, na, wobei, sind wir noch lange nicht. Ne, Moment, das war einer zu weit. Dass der hier liegt, ist dann hier vielleicht auch noch irgendwo eine Karte? Fortune and glory, lady. Fortune and glory. Sieht spontan nicht so aus. Außerdem hatten wir hier schon das Seepferdchen weggekrallt. Ha, egal, okay. Trank will er nicht haben. The potion can revive plants too? Alter, ich hab doch die scheiß Schatzkammer schon gefunden, du Lurch. Nein, dass das nicht funktioniert, ist mir irgendwie klar, aber ich, wo soll ich denn sonst weitermachen? Ich habe hier so 4 Items, von denen ich halt überhaupt gar keine Ahnung... Ah, hier liegt noch ein Puzzleteil, fällt mir gerade so auf. Von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Was ich damit noch machen kann. Ding auch nicht mitnehmen. Kann ich die Spitze schon da draufsetzen? Nee. Okay, Moment. Vielleicht kann ich das einfach kaputt hacken und das Gold wegschaufeln. Aha. Goldene Höhle. Holy shit. Also wenn hier kein Seepferdchen versteckt ist, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe es. Da ist es. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Knilch. Die haben wir. Okay. Ein Baum. Der Wächter ist mit Kristallen überwachsen. Dann kann ich die ja vielleicht. Okay, jetzt brauche ich wieder eine Dublone. Alles klar. Ah, guck mal, und hier kann ich die Harfe, den Baum und den Vogel einsetzen. Das ist auf jeden Fall eine Dublone. Das ist ein halbes Goldherz. Ein halbes Goldherz, in der Tat. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, hier liegt noch der Dreizack und ein Puzzleteil. Ich bin ziemlich sicher, dass der Drachen Klauen hatte. Ne? Jetzt. Die Flamme ist extrem heiß. Ah, okay. Dann können wir bestimmt aus irgendwas anderem das Ding schmelzen, also die zweite Hälfte davon. Wir geben dem erstmal die Dublone. The night of the attack, the girl went to the shore far behind the marshes. It was her secret place where she'd spent time when her father was away. Lonely and disgruntled with the riches, she made a wish upon the stars. I will not live this rich and lonely life anymore. My father must change his ways. It was then that she saw the glow over the palace. Fearing that her father might be in danger, she ran as fast as she could. The poor little girl. By the palace gate, she ran into a pirate band loading their guns. Das ist natürlich dramatisch. 1 von 4 Voodoo-Kristall, okay, das heißt, da kommen wahrscheinlich noch 3 weitere Wächter. Okay, dann geht das Spiel vermutlich doch noch ein bisschen weiter. Davy Jones' Herz bewacht den Eingang zur Schatzkammer. Gut, dann müssen wir erst das Herz fertig craften. Dazu müssen wir da erst irgendwas reinlegen. What the fuck? Schmeißen hier Leute Sachen das Treppenhaus runter? Das mitten am Sonntagabend. Achso, da komme ich ja gerade her. Gibt es hier vielleicht auch noch eine Piratenkarte? Sieht spontan nicht so aus, ne? Ich sehe zumindest keine. Na, wir gehen jetzt erstmal hier hin
Und packen die Spitzen hier drauf. Ah, so ist das also. Okay. Dann geht's natürlich hier weiter. Ein Herz, das Davies Namen trägt. Und auf die Tür. Fantastisch. Vor allem haben wir halt schon so 3 Millionen Tonnen Gold gefunden, aber das hier ist die Schatzkammer. Das ist natürlich ganz klar. Hier ist auf jeden Fall eine Dublone. Oh, wenigstens kann ich sie nicht auch noch drehen. Das macht vieles einfacher. Oh, ich kann sie doch drehen. Scheiße. Warum? Wie, ich habe schon mal einen Teil richtig. Das könnte... Und wenn ich das so drehe, passt das hier hin. Jawohl. Passt das dahin? Das passt hierhin. Das passt da ganz gut hin. Wenn ich jetzt irgendeine Ahnung hätte, was hier in der Mitte abgeht, wäre das schon total hilfreich. Ah, okay, das passt dahin. Lass mal irgendwie die Seite da freikriegen, um überhaupt zu sehen, was ich da für Kanten habe. Nee, irgendwie nicht so, ne? Nicht so richtig. Das Ding kommt aber auf jeden Fall dahin. So, jetzt habe ich hier so eine kleine Gnitterkante. Das ist das Ding. Das kommt bestimmt hier hin. Das sieht auch ganz gut aus. Das muss dann wahrscheinlich so rum hier hin. Jetzt sind das nur noch 4 Teile. Sieht irgendwie aus, als würden hier mehr fehlen. Das kommt schätzungsweise... Hier unten ist auch noch ein Teil. Das kommt... Ne, kommt nicht da oben irgendwo hin. Das passt da aber ganz gut. Okay, dann passt... Wenn wir das drehen... Ne. Das geht da hin. Das geht hier hin. Dann geht das dahin. Die Idee war gar nicht so schlecht. So. Na komm. Finally! Okay, da können wir nichts weiter machen. Hier muss dann noch irgendwas versteckt sein. This is where I've kept my greatest treasure, the greatest I could ever hope for. Nützliches Objekt gefunden. Bild, okay. Seepferdchen oder Piratenkarte? Nicht so richtig, ne? Also, vielleicht schon irgendwo, aber... Der Monsieur braucht auf jeden Fall noch eine Dublone.
Ach, ich habe ja sogar noch eine. Sag mal. Alter. Why would pirates attack Davy Jones? We shall see. Before becoming the infamous Sea Devil, he was known as the most cunning of merchants. He ran his partners' businesses into the ground, claiming they only had their own greed to blame. In the pirates, he chose the wrong partners to betray. They sought revenge. And so, they gathered the ships and sailed towards Davy Jones and his little island in the sea. Okay, Davy Jones ist also einfach nur ein Hurensohn. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Jetzt haben wir hier die Schatzkammer. Hier geht gerade gar nichts mehr, ne? Außer, dass hier bestimmt noch irgendwo was rumhängt. Noch irgendwo? Was? Mein Gehirn wird auch langsam zum kleinen Puzzlespiel, das wieder zusammengesetzt werden muss. Okay, wir haben ein Bild und wir haben Fläche mit Trank, wofür auch immer. Okay, hier geht es sonst auch nichts weiter. Ich frage mich immer noch, was hier irgendwie abgeht. Da fehlt ja ganz offenbar was. Vielleicht müssten wir jetzt erstmal wieder mit O'Malley reden. Incredible! You found the vault! You've located the hint of finding the treasure. It's a nice painting of... Sure? I don't know where this place is, but there is a way to find out. Please, go to the town and find the witch. She can locate people and places with any item that bears a connection to them. If you find her, ask her for some stardust. It's one of the potion's ingredients, and we might need it. I fixed the cart for you. You can use it to get to town. All it's missing is the conveyor belt. I could swear I had it somewhere here. Okay. Okay, dann wird das also irgendwie doch noch länger, als ich gedacht habe. Nun gut, warum auch nicht?